Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Tekken 8 Fighter Season 8. Und ein Ende ist in Sicht. Nina ist am Start. Nina Williams led the Tekken Force Raid on the Rebel Army Hideout to capture Jin Kazama, former head of the Mishima Zaibatsu. The raid was cut short due to the tactics of Lee Chao-Lan, causing her to quit the Mishima Zaibatsu and return to her assassin for hire roots. One day she heard the announcement of a new The King of Iron Fist tournament to select the new head of the Mishima Zaibatsu. She stood on the sidelines at first, but a certain client asked her to join the tournament and handle all those who would side with G Corporation. The client is Lee Chao-Lan. That man has some nerve. Okay, alles klar. Wir sind mit Nina dran. Und unser erster Gegner ist Jack 8. Den werden wir jetzt natürlich aus dem Bild boxen. Oh. Ja, geht ja schon gut los. Schönes Ding. Ja, Nina kennt man natürlich auch, beziehungsweise habe ich auch bei Tekken 3 schon auf dem Schirm gehabt. Ja. Viel gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich weiß noch, dass ich bei meinem Vater damals am PC... Das muss aber noch Tekken 2 oder so gewesen sein, oder vielleicht sogar Tekken 1, eine Demo damals gespielt habe. Und da konnte man auch irgendwie 2-3 Charaktere oder vielleicht sogar 4 Charaktere auswählen. Mir ist immer noch so, als wenn man Paul... Vielleicht täusche ich mich, aber als wenn man Paul, Jin, Xiaoyu und Nina auswählen konnte. Aber das, ja, habe ich halt so irgendwie abgespeichert, ob das jetzt... wirklich so war damals in dieser Demo oder ob man nur 2 Charaktere auswählen konnte. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das damals schon sehr, sehr gerne gezockt. Und Tekken 3 natürlich auch rauf und runter gespielt. Und deshalb ist Nina natürlich auch sehr präsent. Und wo wir gerade von Xiaoyu reden, da ist sie auch schon. Na, verdammt. Ich nehme erstmal den ersten Abwehr. Hier, komm her. Bam. Bam. Klopft sie einfach aus dem Bild raus. Gibt's Anna hier eigentlich? Das ist doch irgendwie die Schwester, ne? Das war doch so, dass das irgendwie die beiden Mädels waren. Tekken 3 hatte das auch so ein ganz komisches Video davon, wie Nina, glaube ich, ihr Gedächtnis verloren hatte oder so. Boah, ey, ich krieg erstmal mega eine gelatscht hier mit zum Anfang von ihr. Ist Nina sich sicher, dass sie hier richtig ist? Das wirkt eher, als wenn sie hier so Hitman-mäßig um die Ecke kommt. Wenn sie erstmal, ja, wie gesagt, so ein bisschen... Ja, den Griff konnte sie bei Tekken 3 auch schon. Bisschen Shooter-mäßig am Start ist hier, wie wir das kennen. Also nicht wundern, dass ich jetzt hier mal ein bisschen skippe, weil so relevant ist das jetzt halt alles auch nicht, wenn die da erstmal ihren Move machen. Dann können wir lieber gleich in den Kampf reingehen, bevor wir den Flow verlieren. Es sei denn, ihr wollt es jetzt hier ganz dringend unbedingt sehen, dass sie ihren Anfangsmove noch drin haben. Aber im Endeffekt ist es ja meistens immer wieder das Gleiche. Ah, hier komm. Greift wieder sofort mal vorbei und er hier, ja, er hat richtig Bock. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Darf ich auch nochmal irgendwas machen hier, ey? Wie er mich da auf einmal runtergezogen hat von der Energie. Aber mit ihr komme ich so rein tritttechnisch ganz gut klar, glaube ich. Ich finde ihre Moves ganz cool. Das hätte ich gar nicht so von ihr erwartet, weil ich das Outfit, was sie anhab, auch eher bequem, unbequem einschätzen würde. Das gibt's nicht. Er ist aber halt auch so eine Nervensäge hier, ne? Hier. Hau rein, Bro. Du hast mir die Sonnenbrille runtergekloppt, dafür klopp ich dich runter. Aber ist krass, ne? Also ich habe eben Fußball ein bisschen aufgenommen. Deutschland gegen Ungarn, orakelt. Bisschen auf die Gruppenphase eingegangen und Tekken ist jetzt die erste Folge für heute. Und man kommt trotzdem einigermaßen gut rein. Da sieht man mal, wie krass Nina ist.
oder wie gut ich mit ihr einigermaßen klarkomme. Immerhin genauso. Nein, das gibt's nicht. Ich kann nichts machen. Lass mich doch hier auch mal irgendwas zeigen. Hau rein, Bro. Ich hoffe, das reicht. Willst du mich verarschen? Das reicht nicht, oder was? Oh, oh. Nein, nein, ich kann nichts machen. Doch. Wie er noch so eine Haaresbreite hatte, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Er weiß genau, wann er zu stoppen hat. Hier aus der Luft rausgekickt. Nein, das gibt's doch nicht. Wie er genau diesen Millimeter... Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Darf ich ja auch nochmal irgendwie... Hier, komm. Das ist nochmal den hier. Wird auch wieder nicht reichen. Logischerweise, das ist noch viel mehr Energie, die er da hat. Tja. Nein, verdammt. Das gibt's nicht. Ja? Nein. Oh. Er war schon eine Ecke nerviger. Den habe ich gar nicht so nervig eingeschätzt, den Typen. Ja, das war schon knackig. Er darf sein, Katsuya, okay. Na gut. Dann hoffen wir da jetzt einfach mal drauf, dass wir das hier einigermaßen gebacken kriegen. Ja. Direkt die Schelle am Anfang. Dann wäre ich hier einfach mal zurück. Nein, verdammt. Nein. Geh mir doch nicht auf den Kranz hier mit deinem Gedöns. Ja, ist doch gut. Wie die Nerven. Wie die Nerven. Der will einfach nicht kassieren, der Typ. Das ist bitter. Das ist hart bitter. Ich finde ihren Move, das sehe ich ähnlich wie Leroy. Ihren Move finde ich halt leider auch nicht so stark. Gut. Also er sieht schon irgendwie cool aus so und scheint auch Impact zu haben, aber irgendwie auch energietechnisch, als wenn das nicht richtig sitzen würde. Ja, ist doch okay. Meine Güte, dass da am Anfang echt nichts geht. Nee, kannst vergessen. Kannst du knicken, Alter. Ja. Nee. Nein. Alter, als wenn er jetzt alles konnte. Ja, hau rein. Kann ich machen. Ja, es hat sich ja schon angedeutet, dass wir auch mal wieder den Kampf verlieren, aber es ist halt so mega nervig, wie die hier agieren. Ja, ist doch gut. Ja. Nee, hab's vergessen. Er steht oder sitzt immer gerade falsch und ist natürlich immer dabei, hier eine Verteidigung nach der anderen aufzubauen. Aber sie kann halt richtig gut abdancen, ne? Also das muss man irgendwie auch rein. Er macht noch seine Digitation und kriegt dann trotzdem aufs Maul. Schönes Ding. That was for blowing up the whole building. Consider us even now. Okay, leicht trashy, oder? Aber gut, wir haben es auf jeden Fall gepackt, sind mit Nina auch durchgekommen. Wie gesagt, also eigentlich steuert sie sich ganz cool, aber hinten raus sind die Gegner echt im Halbfinale und Finale echt ein bisschen nervig gewesen, was so verteidigungstechnisch angeht, aber sonst war ganz nice. Na gut, eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus, hoffe ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dann sage ich einfach mal ciao.